Oh my God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always friends. Ja, Monette, Glitch.tv hat einen neuen Glitch für euch und heute zeige ich euch einen XP-Lobby-Glitch in Call of Duty World War 2. Dieser funktioniert 100%ig nach dem neuesten Patch 1.05 in Call of Duty World War 2. Alles, was ihr dafür bloß noch braucht, sind mindestens 5 Freunde, sodass ihr zu 6 in einer Party seid und jeder eurer Freunde braucht mindestens 2 Controller und einen zweiten Account, der im PlayStation Network angemeldet ist. Jetzt müsst ihr einfach bloß noch mit 2 von euren Freunden in dasselbe Hauptquartier und zwar müsst ihr jetzt euren Splitscreen-Account verbinden und dazu müssen sich alle Freunde erstmal alleine in den Sammelpunkt begeben und dann melden sie sich auf der PlayStation mit dem zweiten Controller auf einem zweiten Account an, der mit dem PlayStation Network verbunden ist. Habt ihr das dann gemacht, dann müsst ihr einfach bloß noch beim Sammelpunkt X drücken und dann seid ihr auch schon mit dem Splitscreen-Account verbunden und dann müsst ihr mit dem ersten Account dem Host beitreten. Klingt ein bisschen kompliziert, funktioniert aber wirklich und jeder von euren Kollegen muss jetzt alleine in das Hauptquartier gehen und sich mit dem Splitscreen-Account verbinden. Dann joinen euch 2 Kollegen nach und die restlichen 3 chillen alleine im Hauptquartier mit ihrem Splitscreen-Account. Sobald dann der Host fertig ist, sucht der Host eine Capture the Flag Lobby und sobald er eine Capture the Flag Lobby gesucht hat, müssen die anderen restlichen 3 mit ihrem Splitscreen-Account in diese Lobby beitreten und habt ihr das dann gemacht, dann seid ihr auch schon zu 12 in einer Capture the Flag Lobby. Klingt ein bisschen kompliziert, aber Jungs, ich sag's euch, dieser Glitch ist wirklich mega, mega heftig. Ihr werdet auf jeden Fall pro Runde mindestens 100.000 EP verdienen und das sind meiner Meinung nach schon sehr, sehr viele Level. Wenn ich mit 200.000 EP schon über 10 Level gemacht habe, dann schafft ihr das natürlich auch und ich würde euch raten, diesen Glitch so schnell wie es geht zu machen, weil es ist bloß noch bis Montag, den 27.11. um 19 Uhr Double EP und da würde ich euch wirklich raten, diesen Glitch auszunutzen, weil dieser Glitch ist wirklich mega, mega heftig. Ihr könnt mit diesem Glitch alle eure Waffen auf Diamant machen, das heißt, ihr könnt euch die Volltreffer boosten, ihr könnt euch eine Nuklearmedaille holen, ihr könnt wirklich alles mit dieser Lobby machen, es ist wirklich mega, mega heftig. Auf jeden Fall solltet ihr eure Kollegen nicht vernachlässigen, das heißt, jeder darf mal Kills machen, weil sonst wäre es ja ein bisschen unfair, wenn ihr dann einfach die ganze Zeit die Kollegen holt und sie dürfen halt auch keine Kills machen, das wäre ein bisschen dumm. Ihr seht jetzt hier im Hintergrund, ich tue auf jeden Fall meine Waffen auf Gold machen, auf jeden Fall müsst ihr wirklich sehr, sehr viele Volltreffer machen, denn durch die Volltreffer-Medaille erhaltet ihr zusätzlich nochmal 100 EP und durch die 100 EP erhaltet ihr wegen Double EP 200 EP und somit levelt ihr wirklich mega, mega schnell. Ein weiterer Tipp ist auf jeden Fall noch, dass ihr bei Capture the Flag die Flagge aufsammelt und dann die Leute tötet, weil dann erhaltet ihr doppelt so viel EP. Das heißt, ihr bekommt dann 6-fache EP, weil es sind nämlich 200 Punkte für einen Capture Kill und es sind noch Double EP dazu. Das heißt, ihr bekommt dann über 400 bis 600 EP und dann noch die ganzen Volltreffer. Ist wirklich richtig, richtig krass. Und ihr seht auch, es ist kein Fake, weil ihr erhaltet auch die Meisterschützmedaillen und die ganzen Herausforderungen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel genug Volltreffer mit der Waffe macht, dann seht ihr auch schon, ihr habt jetzt eine Tarnung freigeschalten. Das heißt, es ist kein Fake-Video, es funktioniert wirklich 100%ig und es dürfte auch auf der Xbox One und dem PC funktionieren. Auf jeden Fall war das ein sehr, sehr aufwendiges Video, erstmal 6 Leute zu finden, die Lust haben und einen zweiten Controller. Also es würde mich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr freuen, dass wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dass du mir ein Abo dalässt. Und falls dir das Video gefallen hat, dann würde es mich mega freuen, wenn du dem Video ein Like da lassen würdest. Und dann würde ich mal sagen, schaut euch auf jeden Fall jetzt noch den restlichen Verlauf des Videos an. Und zwar seht ihr jetzt gleich noch, wie viel EP ich verdient habe. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Haut rein und ciao.